Ja, guten Tag zusammen, liebe Leute. Ich mache heute ein bisschen Rick Simpson Oil. Wofür das ist, müsst ihr googeln. Das, was ihr zuerst braucht, ist Alkohol, Isopropanol-Alkohol. Gibt es in der Apotheke, füllen die ab, kosten 10 Milliliter, 10 Cent. Müsst ihr euch eine Apotheke suchen, die das hat. Alternativ kann man auch Weingeist nehmen. Prima Sprit, das ist aber nur 96,4% und Isopropanol ist 99,8 oder 99,9 sogar. So, was ihr weiterhin braucht, sind vegetarische Leerkapseln. Ich habe Größe 0 genommen, ihr könnt auch größere nehmen. Ich habe jetzt hier die 0. Ein paar Gläser, ein Trichter, ein 50 Mikron Stahlsieb gibt es bei eBay. Ein Kaffeefilter zum zweiten Mal 7. Cannabis, das sind 6 Gramm, die habe ich schon vorgeschnitten und das werde ich gleich benutzen. Ja, am besten Buds benutzen, ihr könnt natürlich auch Trim benutzen. Ich habe gestern einen Testrun gemacht und da habe ich Trim benutzt und das hat auch super funktioniert. Ein Metallcup, wo das hinterher reinkommt, da muss das letzte Alkohol, der letzte Alkohol muss da verkochen. Dann braucht ihr ein Thermometer, so ein Infrarotthermometer ist super. Kostet 12 Euro, alles bei eBay. Ein Stößel ist auch noch eine gute Nummer. Ihr könnt aber auch einen Kochlöffelende nehmen, um das Ganze zu zerstoßen. Ja, da kommt der Alkohol rein, dann wird das zerstoßen. So ist es. 2 bis 3 Minuten stoßen, ja, dann abfüllen hier. Ein zweites Mal 7, von da aus in den Reiskocher, den ihr auch braucht. Ja. Das ist ein, kennen die meisten Hausfrauen, das ist ein Backkochlöffel oder sowas. Im Backbereich wird der benutzt, das ist Silikon, ja, ein Silikonlöffel. Wie gesagt, ein Reiskocher. Und zu guter Letzt ein bisschen Hanföl kann ich euch empfehlen, um das Ganze hinterher dann das Öl zu vermischen, zu aktivieren. Ja, was aktivieren und sowas bedeutet, müsst ihr bitte googeln. Keine Zeit. Also, weiter geht's. So, ich mache das heute aber mit dem Weingeist, weil ich kein Isopropanol mehr habe und ich bin heute zu faul rauszugehen. So, rein damit, bis es bedeckt ist. Ja, Flasche zumachen. Ganz wichtig, Ventilation, ja, kein Feuer. Mein Ventilator steht hier links neben mir. Den bringe ich mal eben ins Bild. Ja, Ventilator ist ganz wichtig. So, dann das Ganze zerstoßen. Für 2 bis 3 Minuten. So, mit dem Stößel, mit dem großen. Wenn ich das jetzt nochmal alles nach unten drücken, weil ich will erstmal nur die Suppe haben. So, ganz abtropfen lassen. Ganz einfach hier rein, wir sieben das noch ein zweites Mal ab. So. Der Alkohol wieder ins Spiel. Da darf man ein bisschen was rüberschütten. Das ist nicht schlimm, das wird alles verkochen. Ja? So. Wir wollen alles haben, was da drin ist. Deswegen drücken wir das schön aus. Und ihr könnt schon sehen, was das für eine schöne Farbe hat. Ja. Spritfarben, sieht so ein bisschen aus wie Benzin. So, wie ihr sehen könnt, hat das Ganze schon eine super Farbe bekommen. Es dauert echt eine Weile, da ist jetzt noch ein bisschen was drin. Und das werde ich jetzt da rausdrücken, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen hier. Es hat unten nicht mehr so viel Platz, das ist ein bisschen blöd beim Kaffeefilter.
So. Das Ganze kommt jetzt in den Reiskocher. So. Reiskocher anmachen. Temperatur wird steigen, kann man gleich sehen. Dauert nicht lange. Der ist idiotensicher. Nicht über 120 Grad, 130 Grad ist mir alles schon zu viel. Mit so einem Reiskocher kommt man nicht über 100 Grad und damit ist man auf der sicheren Seite. Ich wiederhole nochmal, Ventilation ist ganz wichtig. Ja, wenn ihr das drinnen macht, am besten auch noch eine Dunstabzugshaube. Wenn ihr das draußen macht, macht ihr das draußen, was ich hiermit empfehle. So, wie ihr sehen könnt, ist das schon fast verkocht jetzt. Ja. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Jetzt kommen 3 Tropfen Wasser dazu. Und dann ganz vorsichtig, es darf nicht anbrennen. Ja. Das Ganze darf nicht anbrennen. Ihr müsst es dann, ja, vorsichtig runterfahren, damit es nicht anbrennt. So, das ist jetzt mein Öl. Ja, das kommt jetzt ins Wasserbad für 2 Stunden, bis es verkocht ist. So, wie ihr sehen könnt, sieht es richtig schön aus da drin, ja? Ich darf schön lange verkochen. So, wir nähern uns dem Ende. Ich habe das abgewogen. Es ist 1 Gramm Cannabisöl aus 6 Gramm Blüten. Auf 1 Gramm Cannabisöl mache ich 5 Milliliter Hanföl und fülle das in solche Kapseln ab. Das Ganze hört jetzt so ziemlich auf zu blubbern. Könnt ihr schön das Öl sehen. Das wollt ihr ja auch sehen. So, Peace.